As much fun as it is to watch these turtles swim around, my main reason for today's visit was to spend some time with the primates, which includes over two. Mein Hauptgrund für den heutigen Besuch im LA Zoo war es, etwas Zeit mit den Primaten zu verbringen, zu denen ja über 200 Arten gehören, und am meisten interessierte mich heute der Gorilla, ein vorwiegend bodenbewohnender Menschenaffe, der in den tropischen Wäldern Afrikas lebt. Gorillas sind Pflanzenfresser, das heißt, sie ernähren sich von Pflanzen und Blättern, sind aber extrem kräftig, im Durchschnitt etwa 2 Meter groß, aber um ein Vielfaches stärker als der Mensch. Trotz ihrer enormen Kraft scheinen Gorillas Angst vor bestimmten Reptilien wie Chamäleons und Raupen zu haben. Außerdem mögen sie kein Wasser und überqueren Bäche nur, wenn sie dabei nicht nass werden, und Regen mögen sie überhaupt nicht. Gorillas sind sanfte Riesen, die viele Emotionen wie Lachen und Traurigkeit zeigen und normalerweise in Familiengruppen leben, aber auch allein oder in loser Gemeinschaft mit anderen männlichen Junggesellen. This one's name is Hassani, meaning handsome in Swahili, and he exuded a cool confidence. I'm sorry, the glass. We can't get him to clean the glass. This side is okay, but the other side is pretty dirty. We go and clean it, and before you know it, looks like this again. He didn't seem intimidated by me at all, yet was well aware of my presence beside him. He knows you're doing that, you know. He knows what I'm doing? Yeah, he's very aware of what you're doing. His feet look so hand-like. Uh-huh. Very majestic guy here. Bachelor, you say, huh? Yeah. Like I say, he's really a nice guy. Nice guy? Yeah, he really is. He's like our senior guy. The others are all, two. He's 27, you said? Yeah. Yeah, one of them isn't out today. Is his half-brother. They both have the same father, but different mothers. Gorillas, die größten der Menschenaffen. Sie gelten als hochintelligent. Einigen Gorillas in Gefangenschaft wurde die Zeichensprache beigebracht. In einem Fall verfügte der Gorilla über ein Vokabular von mehr als 1000 Zeichen und die Fähigkeit, 2000 gesprochene englische Wörter zu verstehen. Spoken English. Baby. Mit einem gebärdensprachlichen Wortschatz von mehr als 1000 Wörtern und der Fähigkeit, tausende weitere zu verstehen, war Coco, der westliche Flachlandgorilla, jahrzehntelang eine wissenschaftliche Sensation und eine Quelle der Verwunderung. Coco wurde 1971 im Zoo von San Francisco in Gefangenschaft geboren und begann im Alter von einem Jahr im Rahmen eines Stanford-Forschungsprojekts von Dr. Penny Patterson die Gebärdensprache zu erlernen. 1978 erregte sie Aufsehen, als sie Gegenstand einer Titelgeschichte des National Geographic war. Im Laufe ihres Lebens lernte Coco auch zu malen, Blasinstrumente zu spielen. Und sie liebte es, Filme anzuschauen. Schimpansen haben jedoch gezeigt, dass sie nicht nur einfache Werkzeuge benutzen können, sondern auch in der Lage sind, viele Probleme zu lösen, die ihnen von den menschlichen Trainern und Experimentatoren gestellt werden. Schimpansen haben nicht nur gezeigt, dass sie die Zeichensprache lernen können, sondern Forscher haben Schimpansen auch beigebracht, zu zählen, zu rechnen und mit Sprachen zu kommunizieren, die auf der Anzeige von Zeichen oder Bildsymbolen basieren. Und zum Schluss von uns heute eine Geschichte, die einige von Ihnen dazu veranlassen könnte, sich zu fragen, ob wir Menschen wirklich die klügsten Geschöpfe hier auf dem Planeten Erde sind. Japanische Forscher haben einen Intelligenztest entwickelt, bei dem Menschen gegen Schimpansen antreten, und am Ende sehen wir wie Trottel aus. Hier ist Bill Blakemore. Erster Test. Können Schimpansen von 1 bis 9 in der richtigen Reihenfolge zählen, wenn sie dafür eine Erdnuss oder eine andere leckere Belohnung erhalten? Ja, das können sie. Wenn man nun die 9 Ziffern nur kurz aufblitzen lässt und sie dann abdeckt, kann sich ein Schimpanse daran erinnern, wo die einzelnen Ziffern waren, und trotzdem die richtige Reihenfolge einhalten? Right. Ja, für ein weiteres Leckerli. Dieser Schimpanse hat sich mal geirrt, aber hat sich nichts dabei gedacht und einfach unverdrossen weitergemacht.
Wenn man nun nur einige der neun Ziffern aufblitzen lässt und sie dann abdeckt, kann sich ein Schimpanse A daran erinnern, wo jeder einzelne war, und B in der richtigen Reihenfolge, auch wenn einige fehlten? Yes. Ja, und er wird kein bisschen langsamer. Und beachten Sie, Schimpansen können auch essen und gleichzeitig sich etwas merken. Und nicht nur das. Wenn der Schimpanse direkt nach dem Aufblitzen der Ziffern abgelenkt wird, zum Beispiel durch irgendeinen Affen, der rechts neben der Kamera sein Unwesen treibt, oder vielleicht durch ein gut aussehendes Schimpansenweibchen, und dann wieder zum Thema zurückkehrt, kein Problem. Immer her mit den Leckereien. Kann nun eine andere Primatenart, nämlich der erwachsene Homo sapiens, das Gleiche tun? Well, okay. And again? 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 One more try? Well, okay. Nun, okay, aber tatsächlich schnitten Schimpansen bei diesem Flash-and-Remember-Test viel besser ab als Menschen und ließen die japanischen Forscher ratlos zurück. Eine mögliche Theorie? Schimpansen interessieren sich mehr für Erdnüsse als Menschen. Bill Blakemore, ABC News. Bill Blakemore, ABC News. Die Studie aus Japan spricht für die adaptive Intelligenz der Schimpansen, die in dieser speziellen Gedächtnisdemonstration die Leistung der menschlichen Testperson übertroffen haben. Und das ist widersinnig, wenn man von der Annahme ausgeht, dass es in Bezug auf die Evolution von Primaten zum Menschen eine lineare Progression von minderwertig zu überlegen geben muss, da jede Spezies ihre Intelligenz anders und in Übereinstimmung mit der Umwelt zum Ausdruck bringt, in der sie sich entwickelt oder an die sie sich angepasst hat und die sich oft ändert. Mit anderen Worten, ein Fisch ist überlegen, wenn es darum geht, im Wasser zu überleben, ein Vogel ist einzigartig, wenn es darum geht, während des Fluges zu überleben, und ein Affe ist in seinem Überleben in den Bäumen überlegen. Alle Lebensformen besitzen eine einzigartige Form von Intelligenz, die sich in Übereinstimmung mit ihrer Umgebung ausdrückt. Und die Vorstellung, dass die Menschheit gegenwärtig auf dem Zenit des Lebens oder sogar auf ihrem eigenen Höhepunkt steht, ist vielleicht eine voreilige Schlussfolgerung. Orang-Utans, bekannt für ihr unverwechselbares rotes Fell, sind Menschenaffen, die in den Regenwäldern Indonesiens und Malaysias beheimatet sind. Sie sind die größten baumlebenden Säugetiere, was bedeutet, dass sie die meiste Zeit in den Bäumen verbringen, mit Armen, die viel länger sind als ihre Beine, und mit Händen und Füßen, die mit langen, gekrümmten Fingern und Zehen greifen. Das Wort Orang-Utan bedeutet so viel wie Mensch des Waldes, und obwohl sie in freier Wildbahn ein halbsolitäres Leben führen, sind Orang-Utans sehr sozial und gehören zu den intelligentesten Primaten, deren Lernfähigkeit ausgiebig erforscht und untersucht wurde. Mein Name ist Dr. Rob Shoemaker und hinter mir sitzt AZ. AZ ist ein erwachsener männlicher Orang-Utan, mit dem ich gleich arbeiten werde. Wir beginnen mit einigen Fragen, die er sehr gut beantworten können sollte. Seine Aufgabe ist es, das Symbol auf dem Bildschirm zu finden. Sobald er das Symbol richtig verstanden hat, kann ich es ihm in praktisch jeder Komplexität präsentieren. Er kann auch Fotos und Zeichnungen verwenden und dabei äußerst genau sein. Was ich heute von ihm verlange, ist nicht das Zählen. Ich verlange von ihm, dass er lernt, wie man eine Zahlenreihe bildet, und bisher sehen wir eine sehr schöne Entwicklung, bei der er all diese Möglichkeiten ausschließt und er fängt an, im Test sehr gut abzuschneiden. Das soll heißen, es geht in die richtige Richtung. Beginnen wir mit einem Beispiel aus dem Vokabular. Das ist das Symbol für Apfel und Sie werden feststellen, dass es mit einem Rechteck auf der Außenseite beginnt und alle Lebensmittelsymbole beginnen mit einem Rechteck. Er weiß, dass es eine diagonale Linie gibt, die von Ecke zu Ecke geht, und einen Punkt genau in der Mitte. Das ist das einzige Symbol, das jemals so aussehen wird, und das hier ist der einzige Name, den wir jemals für Apfel haben werden. Nun schaut genau hin, okay? Ich werde ihn bitten, den Namen für Apfel auf seinem Bildschirm zu finden. Perfekt. Gute Arbeit, sehr gut. Das war genau richtig.
Die angeborene Intelligenz vieler untersuchter Primaten ist sehr offensichtlich. Was jedoch nicht so klar ist, ist der angebliche und angenommene Übergang von einem baumbewohnenden Primaten zu einem Zweibeiner. Die gängige Theorie, die von der akademischen Gemeinschaft vertreten wird, besagt, dass vor etwa 60 Millionen Jahren Pro-Simianer die Bäume besiedelten. Pro bedeutet vor, Simion bedeutet Affe. Nach dem katastrophalen Ereignis, das das Zeitalter der Dinosaurier beendete, soll also ein theoretisches Säugetier, ein sogenannter Prosimien, ähnlich einem Nagetier, auf die Bäume gezogen sein und sich angeblich zu Affen entwickelt haben. Einige Affen kamen dann von den Bäumen herunter und begannen einen Teil der Zeit auf dem Boden zu verbringen und entwickelten sich zu Menschenaffen mit Schimpansen und Gorillas, die von einem gemeinsamen Vorfahren vor etwa 10 Millionen Jahren abstammen. Dann, so die Theorie, vor etwa 5 bis 7 Millionen Jahren, wie mir beigebracht wurde, entwickelten sich die Affen angeblich zu zweibeinigen Homininen, aus denen dann angeblich der Mensch hervorging, wobei einige Studien kürzlich behaupteten, dass die frühen Menschen vor 2 Millionen Jahren noch auf den Bäumen herumkraxelten, sozusagen. Was ich lächerlich finde. Fast alle archäologischen Ausgrabungen in Afrika konzentrieren sich ausschließlich auf die Schichten, die für dieses fehlende Bindeglied, das theoretische Exemplar, das den Übergang der Primaten zum Zweibeinertum beweist, angenommen werden. Aber es ist schwer zu ergründen, vor allem für Forscher, deren Gehälter nicht von Unternehmen oder staatlich finanzierten akademischen Einrichtungen abhängen. Natürlich gab es viele Irrtümer und Fälschungen, die in der Öffentlichkeit präsentiert wurden, wie zum Beispiel der Piltdown Man, der in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts im Britischen Museum und in wissenschaftlichen Lehrbüchern ausgestellt wurde und sich als ein Affenkiefer entpuppte, der in betrügerischer Weise gebleicht und dann auf einen menschlichen Schädel geklebt wurde. Und das wurde 50 Jahre ausgestellt. Oder der Nebraska-Mensch, der ein imaginäres fehlendes Bindeglied darstellte, das sich als aus einem Schweinezahn fantasiert erwies. Und dieser Artikel von der BBC trägt den Titel »We still have not found the missing link between us and apes«, in dem nicht nur zugegeben wird, dass wir nichts gefunden haben, was dem letzten gemeinsamen Vorfahren von Menschen und Affen ähnelt, der als »the missing link« bezeichnet wird, sondern auch, dass sich nicht einmal Anthropologen darüber einig sind, wie der letzte gemeinsame Vorfahre ausgesehen haben könnte. Nun hat sich gerade letzte Woche herausgestellt, dass ein Hominin-Exemplar, das als frühester Vorfahre der Menschheit angepriesen wurde, kein Hominin und somit auch nicht der früheste bekannte menschliche Vorfahre war. In a paper published in Journal of Human Evolution. In einer im Journal of Human Evolution veröffentlichten Arbeit hat ein Forscherteam aus Frankreich Beweise dafür gefunden, dass der Sahelanthropus tschadensis, von dem die etablierten Anthropologen behaupten, er sei vor 6,8 bis 7,2 Millionen Jahren bereits aufrecht gegangen, was zweimal so lange her ist wie die berühmte Lucy mit 3,2 Millionen Jahren, dass dieser in Wirklichkeit nicht aufrecht ging und somit kein Hominin war, sondern ein Vorfahre des Affen, der, wie Gorillas und andere Menschenaffen, auf allen Vieren ging. Er war also kein Hominin und somit kein früher Vorfahre des Menschen. Abgesehen davon haben wir nicht einmal Übergangsformen zwischen Australopithecus wie Lucy und der homogenen Gruppe, die zweibeinige Homininen wie Habilis, Erectus, Denisova-Menschen und Neandertaler umfasst. Ganz zu schweigen von Cro-Magnon oder modernen Menschen. Und doch versuchen die Mainstream-Medien und die akademischen Kreise mit aller Kraft veraltete Paradigmen durchzusetzen. Trotz der anhaltenden und offensichtlichen Lücken im Fossiliennachweis, die anscheinend zur Unterstützung einer politischen Agenda vorangetrieben werden, wie zum Beispiel die Out-of-Africa-Theorie, bei der behauptet wird, dass ein affenartiger Fuß mit einer großen Zehe, die wie ein Daumen absteht und offensichtlich zum Greifen von Ästen verwendet wurde, tatsächlich ein zweibeiniger Hominin-Vorfahr war, der in vielen Museen ausgestellt ist. Ich habe nicht nur ein Problem mit der Anatomie der Affen, die manche Anthropologen als bipedal, also aufrechtgehend, auszugeben versuchen, sondern auch damit, dass nichts, was so aufrecht ging wie wir, so viel Fell hatte. Im Gegensatz zu Affen schwitzen wir sehr viel und dafür gibt es eine Erklärung, die damit zu tun hat, wie bipedale Homininen gejagt haben.
Menschen können die meisten Tiere nicht überholen, wie zum Beispiel eine Gazelle, die in kurzen Stößen Geschwindigkeiten von bis zu 60 Meilen pro Stunde erreichen kann. Aber das kann sie nicht stundenlang durchhalten. Menschen hingegen können über lange Zeiträume hinweg rennen, was man ja bei Marathonläufen beobachten kann. Und das Schwitzen wird zu einer Notwendigkeit, um sich abzukühlen, nachdem man Tiere zur Strecke gebracht hat, kurz bevor man eine Waffe in ihren erschöpften Körper stößt. Diese aufrechten, zweibeinigen, haarigen Exemplare mit Händen als Füßen, die angeblich fast menschlich sind, sind reine Paleo-Kunst und wurden geschaffen, um eine politische Agenda voranzutreiben und nicht eine wissenschaftliche. Allen Aspekten der Out-of-Africa-Theorie mangelt es an empirischen Beweisen. Angefangen bei der Frage, wie die Rassen entstanden sind, bis hin zu den Ursprüngen der Homininen, die aus Baumbewohnern hervorgegangen sein sollen. Viele von ihnen behaupten sogar, dass sich die Affen aus uns entwickelt haben, wobei sich der gemeinsame Vorfahre nach einer Art globaler Katastrophe auf den Bäumen niedergelassen hat und nicht andersherum. Und falls Sie dies für widersprüchlich halten, das wird inzwischen von Mitgliedern der wissenschaftlichen Gemeinschaft diskutiert. Es lohnt sich also, selbst einen Blick darauf zu werfen, denn die Medien haben keinen Anreiz, über solche Dinge zu berichten. Und davon abgesehen hat die Revolution in der Genomforschung seit der Sequenzierung der DNA aller Rassen, einschließlich der archaischen Homininen, was übrigens eine schicke Umschreibung für die Menschen der Vorzeit ist, gezeigt, dass wir alle aus verschiedenen Arten von Menschen bestehen, die unterschiedliche Blutgruppen hatten und an unterschiedliche Umgebungen angepasst waren. Aber das beantwortet nicht die entscheidende Frage: Wenn wir nicht von den Bäumen abstammen, woher kam dann die Menschheit? Was Mythen und Folklore angeht, so gibt es Geschichten von Menschen, die in unterirdischen Lebensräumen leben und an die Oberfläche kommen. Also wie in den Legenden der Hopi-Indianer. Und ich habe mehrere Videos über die innere Erde, in denen untersucht wird, ob das überhaupt möglich ist. Und natürlich gibt es jede Menge alter Mythologien und religiöser Geschichten über eine Art gefallenen Engel oder Gott, der herunterkommt und sich mit irdischen und sterblichen Frauen paart. Vom Buch Henoch bis hin zu den vielen Geschichten über Zeus oder irgendeinen anderen Gott und deren Nachkommen, die neue Zivilisationen gründen. Wie Atlantis angeblich begann und ganz zu schweigen von Kreta und der minoischen Zivilisation, mit Zeus und Europa, der phönizischen Prinzessin, von der Europa seinen Namen hat. Die genetischen Ergebnisse scheinen viel mehr Sinn zu machen, wenn man von einem fortgeschrittenen Zweig der Menschheit ausgeht, der mit primitiveren oder technologisch weniger fortgeschrittenen Artgenossen hybridisiert, was für einige unplausibel klingen mag, aber zumindest damit beginnt, Rätsel wie beispielsweise das Problem der Rh-negativen Blutgruppe zu lösen, für das die moderne, traditionelle, darwinistische Anthropologie keine Lösung hat. Zum Beispiel kreuzen sich Neandertaler und moderne Menschen oder Cro-Magnon vor 35.000 bis etwa 28.000 Jahren. Die Europäer haben zwischen 1% und 5% Neandertaler-Genetik und der Prozentsatz bei den Ostasiaten ist noch höher. Und die Afrikaner südlich der Sahara haben nur eine Spur von Neandertaler-DNA, obwohl in Afrika südlich der Sahara nie ein Neandertaler gefunden wurde. Der Grund dafür ist, dass nach der Hybridisierung in Europa hybridisierte Europa nach Afrika kamen und sich mit einer archaischen Geisterspezies kreuzten, die ihren Namen erhielt, weil sie nur in der DNA von Menschen aus Subsahara-Afrika genetisch nachgewiesen wurde und in den Fossilien noch nicht identifiziert wurde. Die modernen Afrikaner sind also eine Hybridrasse aus einer Geisterspezies, bei der es sich vermutlich um den Homo erectus oder einen anderen sehr archaischen Hominin handelt, und den Europäern, die sich bereits mit dem Neandertaler gekreuzt hatten. Mit anderen Worten, es gab absolut und eindeutig kein Out of Africa, in dem Sinne, dass Menschen aus Subsahara-Afrika Afrika verließen und auf magische Weise zu Asiaten und dann zu Kaukasiern mutierten. Diese überholte Hypothese wird als noch größerer Betrug in die Geschichte eingehen als der Piltdown-Mensch. Abgesehen davon besteht ein erheblicher Unterschied zwischen den Begriffen anatomisch modern oder anatomisch korrekter Mensch und vollständig moderner Mensch.
Der moderne Mensch taucht im Fossilbericht erst vor etwa 40.000 Jahren auf. Alles, was noch älter ist, zum Beispiel vor 200.000 Jahren oder 100.000 Jahren oder sogar 70.000 Jahren, kann als anatomisch korrekt bezeichnet werden, ist aber nicht vollständig modern, da es bestimmte Merkmale in Bezug auf Verhalten, Werkzeugtechnologie und andere phänotypische Merkmale aufweisen muss, von denen das Wichtigste das Kinn ist, von dem man annimmt, dass es dadurch entstanden ist, dass die hinteren Backenzähne anstelle der vorderen Eckzähne zum Kauen verwendet wurden. Was auf eine landwirtschaftliche Ernährung hindeutet. Und Landwirtschaft ist die Voraussetzung für das, was wir Zivilisation nennen. Ohne Ackerbau gibt es keine Pyramiden, keine megalithischen Strukturen, keine Armeen, keine Metalle, keine seefahrenden Imperien, die alle durch domestizierte Tiere in der Landwirtschaft entstanden sind. Und anhand eines Exemplars sind die Cro-Magnon-Menschen unseren direkten Vorfahren. Das heißt, sie waren die ersten vollmodernen Menschen in jedem Sinne des Wortes modern. Das heißt, sie hatten ein größeres Schädelvolumen als der heutige Durchschnitt. Und es ging nicht nur um die Größe des Schädels, sondern auch um die Form. Denn der Neandertaler hatte auch ein hohes Kubikzentimeter Schädelvolumen, aber er war anders geformt, er war länglich. Nur der Cro-Magnon hatte einen runden Schädel wie wir, mit einer Stirn und einem Kinn wie wir es haben, ohne Stirnkamm oder einen großen vorschnittenen Augenbrauenknochen. Und der Cro-Magnon hatte einen fortschrittlichen Werkzeugsatz und alles, was wir dem modernen Menschen zuschreiben. Jeder Anthropologe, der nicht zustimmt oder nicht versteht, was ich gerade gesagt habe, sollte seine Universität um eine Rückerstattung bitten, da sein Abschluss nicht das Papier wert ist, auf dem es gedruckt wurde.